An. So, sie läuft und läuft und läuft. Muss man die Lampe anders hinmachen hier. Das macht man natürlich während des Videos und nicht hier. Ich weiß nicht, wie er aussieht wie ein Stern, wie diesen Lichteffekten. So, los geht's, aber nicht bevor ich meine Uhr gestellt habe. Das machen wir alles natürlich live in der Sendung. Ebenso wie gleich meine Kappe holen, mache ich auch live in der Sendung. Boah, 30 Minuten ist okay. 39 ist auch okay. So. Zack, dann setzen wir uns hin. So, das war nicht hier in den N64 oder so, aber da musst du dekorativ ein Figürchen noch sitzen. Wie man unschwer erkennen kann, es geht heute in diesem Video um die Nintendo 64. Das ist hier diese. Das ist übrigens eine der Konsolen, die es tatsächlich geschafft haben, meine ich zumindest. Ich weiß jetzt aber nicht, wie oft sich das Teil verkauft hat. Also, ich rede von dem, was hier reinkommt, das Expansionspack. Da habe ich einen, habe ich mit Expansionspack, einen habe ich ohne Expansionspack. Das ist, man braucht zum Beispiel das Expansionspack, um Donkey Kong 64 zu spielen. Ich meine, das läuft ohne Expansionspack nicht. Das ist einfach nur eine Speichererweiterung. Das ist, als wenn ihr euren Rechner von sagen wir mal, 2 auf 4 GB aufwertet. Um mal irgendeine Zahl zu nennen. Da wurde dann das Speicher mit erhöht. Hier der Bekannte fürs Bild, der Stecker natürlich, wie sich das gehört, natürlich für die damalige Zeit, muss natürlich alles seine eigene Norm haben. Das ist heutzutage sehr viel schöner bei den Konsolen. Das heißt, ich bin ja am Rumknacken, am Rumverrenken hier. Feierlich. Wenn ich zum Beispiel die Wii U, die steht bei mir links neben der PS3. Ich habe jetzt aber nicht 2 HDMI-Kabel dahin. Ich habe auch nicht so viele Anschlüsse. Ich habe 4 HDMI-Anschlüsse plus dem HDMI 3 an der Seite. Das ist aber einfacher für mich, einfach den aus der PlayStation rauszuziehen, den HDMI-Kabel und in die Wii U reinzustecken. Dass das zumindest geht, dass die nicht alle noch, da wird ja hier gar nicht gehen. Ich könnte nicht auf die Idee kommen, von der PlayStation das Kabel rauszustecken und hier reinzustecken. Die sind ja völlig inkompatibel. Jetzt nochmal die zweite N64. Ich glaube, ich dachte mal, die wäre defekt, die N64. Und habe mir eine zweite im anderen Verkauf gekauft. Jetzt habe ich 2, die beide gehen. Leider nur die normalen. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal, obwohl ich bin da nicht so der Bastler, dass ich jetzt hergehen könnte und könnte jetzt eine Hülle kaufen. Und die Hüllen austauschen. Bei mir ist das wahrscheinlich, kann ich gleich die Konsolen wegschmeißen, deswegen lasse ich sie lieber so. Das gab es auch bei der ersten Xbox. Diese, dass man sich eins die Hülle um die Konsole einzeln kaufen konnte. Dann gibt es ja transparente und rote und was hast du nicht gesehen. Ich habe eigentlich immer nur die Standardkonsolen. Sowas habe ich gar nicht. So rote Konsolen oder sowas. Ich bin sehr pragmatisch veranlagt. Das heißt, ich brauche auch immer Dinge, die eine Funktion haben. Deswegen ist es schon erstaunlich, dass ich was schon dazu hinstellen habe. Vielleicht ist das ja die Funktion. Bei den Amiibos haben sie ja durchaus eine Funktion. Auch wenn diese Funktion irgendwie komisch klingen. Ich wollte mir die ganze Zeit auch schon mal einen Toad-Amiibo holen. Für Toads Treasure Tracker. Egal. Das ist übrigens nach Netzteil. Von der Nintendo 64, da sind natürlich 2 von. Das kommt dann in diese Aussparung hier hinein. Der Vorteil ist natürlich, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, das so zu machen. Der Vorteil und der Sinn der Sache ist es dann, dass man das Netzteil nah am Gerät hat.
Man hat also das, wie bei der Xbox One oder der Xbox 360, man hat das Netzteil nicht irgendwo in der Gegend rumstehen. Beiseite. Hier mal Lenkrad. Fürs N64. Das hier ist übrigens, wofür war das hier nochmal? War da Pedale dabei? Der Pedale war noch gar nicht dabei. Ich frage mich jetzt, wofür das Kabel ist. Das kommt ja irgendwo hinein. Jetzt fragt sich natürlich, warum weiß der Kasper nicht, wofür das Kabel ist? Die Frage ist, wann ich zum letzten Mal das Lenkrad überhaupt angeschlossen hatte. Ich glaube, doch, da waren Pedale dabei. So Plastikpedale, mal kurz was gucken. Ich mache das ja mal live im Video. So, die sind auch Pedale, dafür ist das Kabel. Ich habe das aber so lange schon nicht mehr dran gehabt. Meine Güte. Das habe ich jetzt am Schrank hängen. Mit dieser, wie nennt man das, Winde? Die Klammer. Und da habe ich da meine ganzen Kabel dranhängen. Ich habe schon Ewigkeiten das Teil nicht mehr benutzt. Das ist einer, vielleicht kennt ihr das ja. Und das kennt ihr auch bestimmt auch, diese günstige Gelegenheit, die man sich nicht. Sie können sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, so nach dem Motto. Oder zu diesem Angebot kann man nicht Nein sagen. Ich meine, es war 10 Euro das Lenkrad, da habe ich es mal mitgenommen. Aber ja, wirklich gebraucht habe ich es nicht. Spielt Mario Kart doch lieber mit Controller. So eine Hupe dran. Wenn ich meine Hupe hup. So, dann hier der arme Yoshi. Was ist das denn hier? So unfassbar. Warum kippt das hier beinahe um? Hallo? Meine Deko, die natürlich nicht dafür da ist, um meinen Bauch verschwinden zu lassen dahinter. Hier die Controller auch wieder nur diese normalen Standard. Ich habe jetzt zwei, weil ich habe bei der zweiten Konsole im anderen Verkäufer auch einen Controller dabei. Damals ließ sich das ganz gut steuern hiermit. Da war man ja dran gewöhnt. Aber heutzutage brauche ich einfach einen zweiten Analogstick. Der fehlt hier. Ich weiß nicht, ob Nintendo die Spiele ließen sich auch so spielen, aber ob Nintendo da nicht so richtig mitgedacht hat, den zweiten Analogstick weggelassen hat. Das ist einfach, man kann ja nur die Kamera justieren. Das ist ja kein durch die Gegend laufen mit dem linken Analogstick, mit dem rechten sieht man sich kann man sich dann umsehen mit dem rechten Analogstick. Das ist ja immer nur die so ruckweise die Kameraposition ändern. Das fand ich, hier ist natürlich der gleiche hier. Dann hier hinten ist Memory Card soll aber einer nur. Da konnte man hier den Memory Card reinmachen. Kennt man ja. Oder eben, was auch ging, erstmal fallen lassen. Das hier. Da kommen zwei kleine Batterien rein. Dann steckt man das in das Gerät rein und dann ist ein Rumble weg. Was jeder Controller heutzutage von sich aus von Hause aus kann, dieses Gewackel. Ich habe auch schon von vielen Frauen gehört, denen das eigenartigerweise nicht gefällt, dieses Rumvibriere. Vielleicht schämen sie sich dabei, das erinnert sie an ihren Vibrator. Kann ja sein. Ich finde, das ist ganz okay, wenn man so ein Feedback hat. Bei Rennspielen. Ob man jetzt über eine bucklige Piste fährt oder ob über eine asphaltierte, das Teil habe ich schon gehabt. Fangen wir mit dem Spielen an. F-Zero X. Sogar richtig gut erhalten. 25 Euro, 99 Mark 95. Dann ist hier so eine Pappe drin. Ich finde das schade bei den Nintendo-Konsolen, dass ich glaube, die Eltern haben von ihren Kindern sehr viele Hüllen weggeschmissen. Das kann doch nicht gut sein, das ist so total unlogisch. Das muss so kompliziert in die Hülle gepackt werden, das Modul. Bei meinem Toaster, da schmeiße ich die Packung ja auch weg. Dann haben die Packung wohl weggeschmissen und deswegen auch diese losen Module. Ich finde, für mich persönlich ist das mindestens eine Wertminderung von 50%. So ein Ding ohne Originalverpackung zu holen. Das heißt, sie können von mir nicht für
Modul 30 Euro nehmen als Ramschmodul. Nur das lose Modul. Können wir wieder nach Hause gehen. Donkey Kong 64. Das habe ich mir relativ spät geholt. Und erstaunlich, inklusive Expansionspack. Das war hier, aber ich glaube, ich muss mir das einzelne über eBay kaufen. Das habe ich in einem Fotogeschäft gesehen. In Datteln. Im Schaufenster. Da stand für 19,95 € stand da und original verpackt ist ein Donkey Kong 64. Das muss ich mir dann. Deswegen ist das so erstaunlich gut erhalten. Ich würde jetzt aber nicht dahergehen und mir für 5 oder 10 Euro oder 16 Euro. Das gibt ja sogar so Hüllen, so Kunststoffhüllen. Da passen diese Module rein. Da sieht man diese Kunststoffhülle, als wäre das hier der Picasso oder was weiß ich, den man jetzt unglaublich erhalten müsste. Mischief Makers oder Mischief Makers. Das ist ein Jump'n'Run mit einer, wie ich finde, sehr hübschen Grafik. Das ist zwar nicht besonders lang, das Spiel. Das heißt, man spielt so einen Roboter und der packt seine Gegner und dann schüttelt er die. Check, 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 check. Oder man kann mit den Düsen, die auf dem Rücken und so einen Boost machen, dass sie schneller läuft. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, das Spiel. Kann man machen. Ich fand, das war mal das stach auch so ein bisschen aus dem Booster Nintendo-Spiele hervor. Deswegen finde ich das schön. Das ist tatsächlich noch. Ich weiß aber nicht, wer das gepublished hat oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht doch von Nintendo ist, von Nintendo selbst. Weil wenn ich so nachsehe, ich sehe jetzt nicht hier groß irgendwie Bandai Namco oder sowas draufstehen. Da steht nur Nintendo 64, only von Nintendo 64. PAL-Version. Das kann auch sein, dass das von Nintendo selbst ist. Ich finde es nicht schlecht. Das sticht so ein bisschen aus der Masse hervor. NHL, das ist eher schlecht erhalten. Es ist ein Wunder, dass überhaupt die Pappe noch drin ist. Oder das Modul drin ist. Ja, ein Eishockeyspiel, das muss aber sehr super günstig gewesen sein. Ich tippe mal, das war so. Ich glaube, das war in der Videothek. Ist das der Preis? 7? 7 Euro? Weiß ich gar nicht. Das war auf jeden Fall in der Videothek in Waltrop. Auch mit Vibrationspack. Ich bin aber nicht so der Sportfan. Ja, und das waren auch schon mal original verpackten Module. Das nächste ist hier Top Gear Rally. Ich habe mir dann aus dem Internet eben so Schablonen ja, runtergeladen. Auf jeden Fall hatte ich es dann auf meiner Textverarbeitung. Dann konnte ich mir das ausdrucken. Das sind hier diese so schwarze Linien, die sieht man hier. Das ist das, wo ich das eingezeichnet hatte. Dann habe ich die auf eine dünne Pappe geklebt, ausgeschnitten und eben zurechtgefaltet. Das heißt, da waren auch irgendwie so Linien, wie man das faltet. Deswegen habe ich mir diese Papphüllen hier drin selbst gemacht. Ich habe aber, da muss ich wohl die Lust verlassen haben. Ich habe auch lose. Das ist das Gegen, ist noch was anderes. Das habe ich mir über eBay gekauft. Das war 10 Hüllen, 15 Euro, da habe ich mir die geholt. Das ist hier so eine Aussparung drin, wo direkt das Modul hineinpasst. Zack. Das war für Videotheken. Den kann ich auch so machen hier. Wenn sie gerade nach vorne wegfällt, fällt es hier nicht runter. James Bond Goldeneye. Ich hoffe, man darf den Titel Goldeneye nennen. Es gibt auch den James Bond Film Goldeneye. Da springen sie auch nicht sofort auf die Barrikaden. Hier auch das goldene Modul von Legend of Zelda Majora's Mask ist nicht mein Lieblingsspiel. Ich mag die Mechanik nicht dahinter, dass man eine gewisse Zeit hat und dann fängt die Zeit wieder von vorne an. Da bin ich nicht so der Fan von. Auch in so einer Box. Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie hieß, glaube ich, der zweite, den habe ich nie gespielt. Und dann Lylat Wars. Auch in so einer Hülle. Da habe ich übrigens danach nie wieder diese Hüllen gesehen im Internet. Danach wurden die nur noch für 2,50 € aufwärts einzeln vertickt. Aber ganz selten, dass man mal diese Hüllen hier sieht, wo man das Modul direkt hier ist. Hier rechts und links ist dann so ein Teil.
und hier oben so im Bogen so ein Kunststoffteil, dass man das Modul. Aber das ist auch perfekt. Die passt perfekt, das Modul passt perfekt dahin. Das ist wirklich nur für N64-Module. Für Linux Wars war übrigens dieses Rumble Pack. Das gab es auch. Das habe ich sogar damals. Ich habe dann irgendwann all meine Nintendo-Pocken verkauft, habe mir die PlayStation dafür gekauft. Das gab man in so einem großen Karton. Da war das Rumble Pack auch mit drin. Pilot Wings 64, ist das? Das ist auch von Säule. Das ist kein schlechtes Spiel. Ich habe das übrigens gemacht, ich habe keinen Bock darauf gehabt, hier, ja, auf gut Deutsch gesagt, eine Kiste zu haben mit den ganzen Modulen wieder. Ich hatte mir auch mal gekauft, ein Gerät gekauft, da war links und rechts, weil das Gerät zwischen war, so ein Pappteil. Und dazwischen, das war wie so eine Umrahmung, und dazwischen passen auch genau die Module rein. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, auch, ich könnte mir auch nicht vorstellen, so eine Kiste zu haben, wo die ganzen Ramschmodule drin liegen. Das sieht ja aus wie, lasst uns zur Müllkippe fahren. Gauntlet Legends. Oh, was will ich dazu sagen? Das ist nicht... So ein isometrisches Gauntlet. Ja. Es ist nicht das Beste, es ist auch nicht das Schlechteste. Da würde ich doch schon eher mich dazu hinreißen lassen, Gauntlet 2 zu spielen, das Originale. Turok. Ja, das bekannte Nebelspiel. Wo man, was weiter weg ist, das ist verschwindet im Nebel. Da ist Turok ganz bekannt für. Dann noch Turok 2, Seeds of Evil. Das können nur so An- und Verkaufkäufer, das was gewesen sein. Bei manchen Sachen weiß ich auch nicht, die haben schon so lange, da weiß ich es gar nicht mehr genau. Turok 3, Shadow of Oblivion. Ich habe auch noch für die Xbox 1 so ein Turok, das ist aber dermaßen grauenhaft, das macht da gar keinen Bock. Ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Das ist ein Spiel, das ist nicht totaler Müll. Auf den ersten Blick. Aber es macht einfach keinen Spaß. Man fängt an, da macht es einfach keinen Bock und da hört man wieder auf. Ein ganz schreckliches Spiel. Falls ihr euch fragt, warum es kein Turok heutzutage gibt. Die haben wohl, ja, das war wohl der Reiz des Ganzen auf der N64. Es gab ja kaum Ego-Shooter für die N64. Das war wohl der Reiz von Turok, das damals da war. Mangel der Konkurrenz. Und wenn man Spiele hat, viele fortgesetzt werden, die aus Mangel der Konkurrenz erfolgreich waren, und dann ist plötzlich die ganze Konkurrenz da, dann stinken die so ab. 1018 Snowboarding. Das ist mit so Tricks mäßig, sondern halt so ein Snowboard-Spiel. Super Mario 64. War damals mein Starttitel zu N64. Sowas hätte ich mir für die Wii gewünscht. Aber bitte nicht zwingend mit Tablet-Controller. Dass da noch so Funktionen wie Anvisieren mit dem Tablet-Controller gemacht werden. Diddy Kong Racing. Das einzige Spiel, was mir so einfällt, was mit Mario Kart 4... mit Mario Kart mithalten kann, also wie Mario Kart 64. Ist gar nicht so schlecht. Man fährt da auf einer offenen Karte rum und das sind Tore. Man braucht verschieden viele, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was man braucht. Ich glaube, wenn man ein Rennen gewinnt, kriegt man bestimmte Items. Und je nachdem, wie viele Items man hat, so kommt man in die Tore rein. Man kriegt eins von diesen Items, da kommt man in Tor 1 oder Tor 2 mit 2 Items und Tor 3 für 3. Und je mehr die höhere Zahl ist, desto schwerer auch die Rennen. Man muss also die Rennen erst freischalten. Ich kann nicht dahergehen, da kann wahllos wählen. Der geht ja bei Mario 64 auch nicht, bei Mario Kart. Das hier. Mario Kart 64. Da muss ich ja auch erstmal den ersten Cup spielen, um den zweiten freizuschalten. Da kann ich auch nicht mit dem vierten Cup anfangen. Legend of Zelda, Ocarina of Time. Das für mich, das hat eine eigene Papille bekommen. Boah, nicht schlecht, dass den Endgegner fand ich nervend. Ich habe den Endgegner nie geschafft. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Weil man und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht. Jetzt besiegen sie dann auf dem Turm, dann geht man runter und noch ein Gedicht. Ach, da bin ich wieder. Wahrscheinlich besiegt man den dann nochmal und ach, hier bin ich doch schon wieder. Diese 1, 2, 3 Phasen, die Nintendo so drauf hat. Wie bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Phase 1 löst Flecken und Belege. Wave Race 64, einer meiner Lieblingsspiele. Das hat richtig Bock gemacht, Wave Race 64.
Das habe ich wirklich gerne gespielt. Das müsste auch mit dem Rumble Pack kompatibel. Oder doch nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Habe es aber nie dran gehabt. Auch ein schönes Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht. Wave Race 64 hat mir mehr gefallen wie Wave Race auf dem GameCube. Blue Storm. Ja, das war's auch schon. War relativ zügig durchgegangen. Das war meine N64-Sammlung. Das ist, wenn ich eine Retro-Konsole von den alten noch anschmeiß, dann hat diese Konsole die meisten Spiele, die ich heute noch richtig spielen würde. Deswegen ist die Nintendo 64 für mich eigentlich... Das ist schade, dass sie kein RGB hat. Das finde ich eher lästig. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Das, da müsste man sowas haben. RGB ist einfach Pflicht. Oder vielleicht kann man es im Internet kaufen, RGB-Kabel. Die alten Konsolen an so einem großen Flachbildschirm anschließen, da muss man RGB haben. So, ich verabschiede mich mal. Ich will jetzt das Video auch nicht künstlich in die Länge strecken. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ich bedanke mich fürs eventuelle Interesse, für die Zeit, die man sich genommen hat, um sich das Video anzugucken. Auch wenn man ein bisschen gescrollt hat. Ein Daumen hoch ist immer super, dann weiß ich, dass den Leuten, ja, das ist nicht scheiße war. Ein Abo wäre super, Abos sind immer gut. Wollen wir mal gucken, was daraus wird. Abonnent, das heißt, man hat das Vertrauen dieser Leute, dass die eventuell noch mal Videos davon gucken würden. Das heißt Abonnent. Und nicht Abonnent heißt, ich gucke jetzt jedes Video. Ich gucke ja bei Let's Play Markus auch nicht jedes Video. Ich habe mal die meine Abo-Liste und dann sehe ich, was da in Abos kommt. So, ich bedanke mich und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.